Hallo und herzlich willkommen zur Zusammenfassung des Tages 276 der russischen Invasion der Ukraine. In den letzten Wochen haben die Russen ihre Einheiten neu formiert und im großen Stil Material und Truppen von Cherson in die Region Saporischschja verlagert. Inzwischen ist der Kräftevorteil, den die Ukrainer lange in der Region genossen haben, auch verschwunden, weswegen die Ukrainer ebenfalls neue Truppen in die Region befördern. Das Eisenbahnnetz bleibt weiterhin für die Ukraine von enormer Bedeutung, da eben über jenes der gesamte Nachschub für die Truppe gewährleistet wird und bleibt somit auch weiterhin ein Hauptziel für die Russen und ihre Raketenangriffe. Dabei ist die Energieinfrastruktur von besonderer Bedeutung, denn 85% der ukrainischen Züge werden mit Strom bedient und das Schienennetzwerk ist das zweite Hauptziel. Und dort insbesondere die Abfangstationen und Bahnhöfe. Währenddessen verlieren die russischen Präzisionsangriffe allerdings an Präzision. Von drei auf Dnipro abgefeuerten Raketen landeten zwei inmitten von Wohnvierteln. Dabei wurden mehr als 20 Häuser zerstört und Dutzende Menschen wurden infolgedessen verwundet oder getötet. Die Raketen sind wohl irgendwo in diesem Bezirk eingeschlagen und haben laut ukrainischen Behörden ebenfalls ein Waisenhaus beschädigt. Die dritte Rakete schlug im Bezirk Samarskyj ein und traf ein Lagerhaus mit Weizen. All diese Einschläge fanden in der Nähe von wichtigen Eisenbahnverbindungen statt, welche die Region Saporischschja mit Nachschub versorgen. Da alle drei Raketen ihr Ziel verfehlt haben, könnte man daraus schließen, dass am jüngsten Bericht des britischen Verteidigungsministeriums was dran ist. In dem heißt es, dass Russland aufgrund der zunehmenden Erschöpfung ihres Arsenals immer ältere Versionen ihrer Marschflugkörper einsetzen, welche dann natürlich eine geringere Präzision aufweisen. In der Region Cherson befinden sich immer noch eine erhebliche Zahl an ukrainischen Truppen, um Gelegenheiten und Öffnungen in der Front auszunutzen. Währenddessen wird die Infrastruktur in dem Gebiet Stück um Stück wieder repariert. Heute erhielten Cherson und die umliegenden Gebiete endlich wieder Strom. Funktionierende Energieanlagen sind nicht nur für die Zivilbevölkerung wichtig, sondern auch für die Aufrechterhaltung militärischer Operationen. Vor allem, wenn die Ukrainer die Idee, den Fluss zu überqueren, eines Tages ernst nehmen wollen.